Sie hören den Kurier. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kurier Daily Podcast. Heute zum Thema Covid-19 und antivirale Medikamente gegen diese Erkrankung. Ich darf recht herzlich begrüßen in unserer Runde Frau Dr. Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit und Vorsitzende der gesamtstaatlichen Krisenkoordination der GECKO-Kommission, Herrn Magister Heinz Haberfeld, den Präsident der Apothekerkammer Niederösterreich, Herrn Dr. Florentin Glötzl, Leiter der Abteilung für Gesundheitsökonomie beim Wiener Gesundheitsverbund und Herrn Universitätsprofessor Dr. Florian Thalhammer, Infektiologe am AKH Wien und der MedUni Wien und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin. Sehr geehrte Frau Dr. Katharina Reich, Impfungen stehen immer im Vordergrund, wenn es um die Covid-19-Bekämpfung geht und um den Schutz vor schweren Verläufen, zweifellos an erster Stelle. Mittlerweile gibt es aber auch Medikamente zur Akutbehandlung unmittelbar nach dem Erhalt eines positiven Testergebnisses. Die wirken virushemmend und viruszerstörend. Für Sie als Pandemie-Managerin, welche Rolle spielen diese antiviralen Medikamente im Gesamtkonzept der Pandemiebekämpfung? Tatsächlich spielen sie eine sehr wesentliche Rolle und deswegen ist es mir besonders wichtig, dass wir heute zu diesem Thema sprechen können, weil wir mit den Medikamenten eine zweite, sehr, sehr, sehr gute, wirksame Methode und ein Instrument in der Hand haben, um die Menschen vor schweren Krankheitsverläufen einfach bewahren zu können und um einfach ein weiteres Mittel zu haben, das uns in der Pandemie hilft, auch die Krankenhäuser und den Gesundheitsbereich zu entlasten. Herr Dr. Thalhammer, können Sie vielleicht eben ein bisschen erklären, für wen sind diese Medikamente geeignet, wie wirken sie und wann sollen sie gegeben werden? Fragen Sie mich als Literaturwissenschaftler oder als Mediziner? Als Mediziner würde ich sagen, wir haben zwei gleichwertige Substanzen, die unterm Strich das SARS-CoV-2-Virus an der Vermehrung verhindern bzw. abtöten. Sie sind in meinen Augen, die Literaturdaten, die wir jetzt kennen, gleichwertig. Sie haben beide da oder dort kleine Einschränkungen und sie können in meinen Augen allen Patienten, die SARS-CoV-2 positiv getestet sind, ab dem 18. Lebensjahr gegeben werden. Das heißt, wir sollten sie allen anbieten, die eine Therapie wollen, weil sie sehr wohl das Leid verringern. Wir haben nicht zu allen Daten, zu Long-Covid haben wir keine Daten noch. Die werden vielleicht noch dauern, aber wir haben die Chance, dass wir damit sozusagen auch diese Erkrankung, wo wir nicht wissen, wie groß das Ausmaß wirklich sein wird, verhindern können. Und wir sollten allen Risikopatienten, das ist mein Alter, meine Körpervolumen, KHK-Patienten, Lungenerkrankungen, also der klassische internistische Patient, denen sollten wir eines von den beiden, Molnupiravir oder Nimmatrelvir, Ritonavir, dringendst empfehlen. Jetzt ist es so, dass in Wien schon viele Covid-19-Patienten Erfahrung gemacht haben mit 1450 und dem System in Wien, wo die Medikamente dann zugestellt werden per Botendienst. Herr Dr. Glötzl, vielleicht könnten Sie kurz sagen, wie dieses System funktioniert und wie die Bilanz bisher ist. Ja, sehr gerne. Es ist vorher schon ausgeführt worden, die Arzneimittel sind ein weiteres Puzzlestein, das wir in der Pandemiebekämpfung haben. Und wir sind Anfang des Jahres vor der Situation gestanden, dass wir erstmals Arzneimittel in größerer Menge zur Verfügung hatten. Und die Frage war, wie können wir ein System aufbauen, das die Patientinnen, die das brauchen, möglichst rasch auch bekommen.
Wir haben uns dafür entschieden, in Wien ein telemedizinisches Zentrum aufzubauen, bei dem Patientinnen über 50 Jahren aktiv angerufen werden und mit ihnen besprochen wird, ob für sie eine Therapie in Frage kommt und ob diese medizinisch indiziert sind. Und wenn das der Fall ist, wenn die Ärztin das verschreibt, dann wird das Arzneimittel direkt von einem Botendienst nach Hause gebracht. Zusätzlich können sich Patientinnen auch eben über 1450 melden und werden dann weitergeleitet, aber können auch zum Beispiel von Einrichtungen, wo vulnerable Personen sind, beispielsweise Pflegeheimen, direkt eingemeldet werden, damit das möglichst rasch vonstatten geht. Bislang ist unsere Bilanz, würde ich sagen, sehr positiv. Wir haben bereits über 10.000 Patientinnen mit diesen oralen Therapien ausgestattet und damit sicher einen wesentlichen Beitrag leisten können, dass einige keinen schweren Verlauf hatten, die ansonsten vielleicht ins Spital hätten müssen. Können Sie mir sagen, wie viele Patienten haben schon die Präparate bekommen in Wien? In Wien waren das, wie gesagt, über 10.000, die bereits diese Tabletten erhalten haben. Und vielleicht im Vergleich dazu, wir werden das sicher dann in Folge noch diskutieren, über den niedergelassenen Bereich, das heißt die Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich und die Apotheken, sind bis 30. Mai erst rund 1.500 Packungen verschrieben worden. Das heißt, bislang sind rund 80-90% aller Therapien in Wien über dieses System erfolgt. Und das zeigt auch ein bisschen, dass wir im gesamtösterreichischen Kontext vielleicht aus diesem Beispiel Wien lernen können und überlegen können, kann man das umlegen und wenn ja, wie? Oder aber auch, wie kann man das System im niedergelassenen Bereich so verbessern, dass die Patientinnen, die die Therapie brauchen, sie auch tatsächlich erhalten? Herr Magister Haberfeld, Sie kennen eben die Seite der Apotheken. Sie haben selber leiten eine große Apotheke in Niederösterreich, sind eben Präsident der Apothekerkammer. Wie ist das bei Ihnen? Wie viele Kunden kommen mit einem Rezept? Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht? Also die Zahlen der Kunden, die hier diese Medikamente nachfragen, ist verschwindend klein. Es hat vor circa 2-3 Monaten österreichweit ein Ausrollen gegeben. Die pharmazeutischen Großhändler haben die österreichischen Apotheken, alle österreichischen Apotheken mit 3 Packungen versorgt. Das heißt also, dass die Apotheker vorerst einmal damit ausgestattet worden sind. Und in dem Moment, wo diese Produkte nachgefragt werden, kann die Apotheke jeden Tag problemlos diese Packungen. Allerdings geht es also hier ausschließlich um Nirmatrelvir und Ritonavir. Die anderen Produkte laufen derzeit nicht über die öffentliche Apotheke, nachbestellt werden. Also dass die Versorgung prinzipiell funktioniert. Wo es vielleicht weniger funktioniert, ist, dass eigentlich zu wenig Verordnungen von Seiten der Ärzteschaft da sind. Möglicherweise gerade bei dem ersten Produkt, weil es eben eine Fülle von Wechselwirkungen gibt und es gibt also hier fast kein Medikament, was nicht mit diesem Medikament eine Wechselwirkung eingeht. Und es gibt zwar hier internationale Datenbanken, es gibt eine Fachinformation, aber wenn man das Ganze sich im Detail anschaut, hat man doch einen relativ hohen Zeitaufwand, damit man hier den Konsumenten, den Patienten gut versorgen kann. Und ich glaube, das tun sich viele Ärzte nicht an, beziehungsweise es gibt diese telemedizinischen Zentren meines Wissens nur in Wien und es wäre wünschenswert, gäbe es das in anderen Bundesländern, wo sozusagen diese Verantwortung an den Experten übertragen wird und der kann dann feststellen, ja, der Patient ist ein Kandidat für das ein oder andere Präparat, könnte das in Elga hinterlegen, beziehungsweise im elektronischen Rezept und der Patient oder die Angehörigen könnten das sofort bekommen. Sollte das nicht möglich sein, dann bieten auch die Apotheken Zustelldienste an. Frau Dr. Reich, Sie sind ja im jüngsten Bericht der GECO-Kommission auch auf dieses Thema eingegangen. Einerseits haben Sie eben hier festgehalten, dass von 487.000 Behandlungsreihen an diversen Covid-Medikamenten erst 4% circa verwendet wurden. Und Sie schreiben dann in dem Bericht, dass die gesamtstaatliche Krisenkommission GECO eben eine Vereinfachung der flächendeckenden Ausrollung und eine Vereinfachung der Ausgabe direkt auch bei den Hausärztinnen und den Apotheken vorsieht. Könnten Sie kurz erklären, was könnte man hier, wie würde das praktisch ausschauen, um das zu vereinfachen? Genau, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Patienten im niedergelassenen Bereich erreichen kann. Ich halte den niedergelassenen Bereich für einen zweiten wesentlichen Baustein neben einem telemedizinischen Angebot, weil wir hier das Arzt-Patienten-Verhältnis auf dieser personalisierten Ebene haben. Das heißt, das ist der Vertrauensarzt, der Arzt kennt mich lange, behandelt mich mit meinen chronischen Erkrankungen. Das ist ein wesentlicher Vorteil, wenn man sich hier sozusagen bereits auf einer Vertrauensebene befindet. Muss aber nicht sein. Ich schaue schon zum Herrn Professor Thalhammer.
Es ist ein Teil, den wir einfach erwähnen müssen. Und hier gibt es die Möglichkeit, dass zum Beispiel alle niedergelassenen Ärzte, die über ihre Patienten entsprechend Bescheid wissen, sie bereits vorab kontaktieren, entweder per Brief, telefonisch, beim kommenden Arztbesuch und sagen, wenn sie positiv sind, melden Sie sich bitte sofort bei mir oder ich gebe Ihnen bereits das Medikament mit. Wir haben bereits ein Aufklärungsgespräch geführt, wir haben bereits Ihre Medikamente gecheckt, wir haben Sie bereits über die Wirkung des Medikaments aufgeklärt, sodass dann der Patient im Falle, er ist positiv, sofort weiß, was er zu tun hat. Er hatte bereits ein Medikament zu Hause oder er hat das Rezept zu Hause. Das heißt, es ist dann ganz leicht möglich, entweder über einen Botendienst der Apotheke oder über einen Verwandten, Freund, wie auch immer, das Medikament holen zu lassen. Das heißt, am einfachsten wäre es, der Patient weiß es schon vorab. Ich bin ein Risikopatient, für mich ist das Medikament geeignet und ich bin dann für den Fall der Fälle gerüstet. Gibt natürlich die zweite Möglichkeit, zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich positiv bin, brauche ich das Medikament und weiß, ich kann meinen Hausarzt dann anrufen und der berät mich entsprechend. Ich habe das mittels E-Medikation in der Apotheke, also mittels E-Rezept in der Apotheke bereits vorbereitet, kann jemanden hinschicken, der mir das abholt. Also auch das geht im akuten Fall. Das Thema ist, dass das Medikament relativ schnell verabreicht werden sollte nach dem positiven Test. Das heißt, man sollte sich nicht allzu lange Zeit lassen und überlegen, sondern unmittelbar mit diesem positiven Testergebnis zu diesem Medikament gelangen können. Und daher ist der niedergelassene Bereich ein wichtiger Bereich, den wir erreichen müssen. Ja. Das zweite Thema ist diese telemedizinische Beratung und Patienteninformation, die natürlich vor allem in Ballungszentren sicher gut funktioniert. Das heißt, könnte dieses Wiener Modell ein Modell auch für ganz Österreich sein? Absolut. Gibt es da Überlegungen in diese Richtung, dass man das vielleicht... Wir sitzen gerade zusammen, wie wir alle unsere neuen Bundesländer mit einem entsprechenden Modell beraten, versorgen, ausstatten können. Wir haben einfach neun Bundesländer und wir versuchen, da eine gemeinsame gute Lösung zu finden. Da sind wir intensiv dran. Herr Professor Thalhammer, ist es nicht auch, es wurde auch schon ein bisschen angesprochen, der Aufwand, der vielleicht dahinter steht, der gerade die niedergelassenen Ärzte ein bisschen abschreckt, eben diese Diskussion um Wechselwirkungen, wann soll man es wem geben, was ist da Ihre Erfahrung? Also ich fange mal ganz vorne an. Ich glaube, wir müssen nochmals eine Lanze brechen, weil dass die Impfung mal das Erste ist, ja, und dann kommt auch mal lange nichts. Denn wir sehen ja gerade, dass sozusagen die Wirkung der letzten Impfung nachlässt. Wir stehen vor dem vierten Stich. Der ist Voraussetzung, ja. Also es soll nicht heißen, wir haben jetzt Tabletten und da erspare ich mir das Stechen. Das ist einmal ein No-Go. Dafür kann ich aber sehr wohl auch die Patienten, die eine Impfung bekommen haben, die Impfung ist kein Ausschlussgrund, eine der beiden Therapieoptionen zu kriegen. Sie haben schon recht, am Anfang, wie die beiden Substanzen gekommen sind, hieß es bei dem einen, um Gottes Willen, das darf ich diesen Patientengruppen nicht geben. Das andere hieß es, nein, das kann ich nicht geben, weil da so viele Interaktionen sind. Inzwischen wissen wir, dass sich bei beiden Substanzen der Spreu vom Weizen trennt. Das heißt, das Molnupiravir hat nicht diese Mutagenität, die wir angenommen haben, denn inzwischen haben wir genügend Daten, dass dem nicht so ist. Haben Sie schon einmal Ciprofloxacin gestockt oder Gevacalm? Ja, wahrscheinlich hat das beim Ciprofloxacin jeder dritte Österreicher mal im Leben gehabt, beim Gevacalm wahrscheinlich jeder zweite. Das hat dieselbe Pferdefuß, wenn Sie so wollen, wie das Molnupiravir, das heißt, das hat sich in Luft aufgelöst. Das heißt, ich habe hier eine Substanz, die kann ich, die hat zwar noch eine Zulassungseinschränkung, aber das ist Juristerei, eine Substanz, die kann ich relativ einfach allen geben, die so einen Rucksack an Medikamenten mit sich schleppen. Die anderen können niemand reagieren. Hier haben wir das Problem, dass wir Interaktionen haben. Ja, in Wahrheit sind es wahrscheinlich einige wenige, die wirklich relevant sind, zum Beispiel Blutverdünnungsmittel. Aber hier gibt es eine App und das geht eigentlich ruckzuck. Das Problem, was ich schon auch sehe aus der langen Erfahrung, Sie wissen, ich mache sehr viele Fortbildungen, wahrscheinlich der größte Anbieter an medizinischen Fortbildungen in Österreich. Wir erreichen wurscht wie unsere Kolleginnen und Kollegen nicht, oder sie hören nicht wirklich zu, ja. Denn eigentlich sollte das jeder wissen, und ich habe im eigenen Haus die feststellen müssen, dass mir jemand gesagt hat, was ist Lagevrio, was ist Paxlovid, und das nach 3 Monaten in einem Universitätsspital. Das ist ein Armutszeugnis. Das heißt, wir haben das, und daher glaube ich, und jetzt wird die Frau Dr. Reich mir wahrscheinlich auf die Finger klopfen, ich bin der Meinung, sind Sie zeckengeimpft? Ja. Gut.
Wenn Sie durch Wien fahren, sehen Sie Zeckenplakate, 3 Meter mal 5 Meter groß, gehe Zecken impfen. Ich glaube, wir müssen den Spieß umdrehen, so wie beim Oseltamivir, gehe Grippe impfen. Das plakatieren wir auch in der U-Bahn, dass wir unsere Patientinnen und Patienten abholen müssen, dass die den Apotheker und den Doktor sagen, du, ich bin positiv, ich will was. Ja, und wir, glaube ich, wir müssen breitflächig hingehen. Wir brauchen die Impfung und wir brauchen die Tabletten für alle. Ja. Und das muss der Punkt sein. Ich glaube, es ist wirklich dieses Duo, Wack and Med, ja, dieses Vaccination, Medication. Ja, das ist jetzt zwar ein englisches Wording, aber mittlerweile, glaube ich, ist das jetzt nicht mehr so schwierig. Und wenn wir sagen, Impfung und Medikamente ist einfach ein Doppelgespann, das uns jetzt in der Pandemie wirklich voranbringt, muss in die Köpfe hinein. Ja, da bin ich komplett beim Herrn Professor Thalhammer. Das müssen wir wirklich breit hinkriegen. Ja. Ich bin ja auch der Meinung, ich glaube, wir brauchen Entscheidungen. Gewisse Dinge müssen wir juristisch im Nachhinein unterbauen, aber es muss es weitergehen. Und jetzt werde ich mir wieder die Finger verbrennen. Wien hat das wunderbar hingekriegt. Also wenn es die Bundesländer nicht hinkriegen, dann sagen wir doch so, Herr Klötzl, Sie kriegen das Geld ersetzt von der Frau Dr. Reich, aber dafür betreuen Sie vom Ost- bis Westösterreich alle telemedizinisch, damit wir die beiden Substanzen unter die Leute kriegen. Ich meine, ich weiß nicht, worauf wir warten. Wir haben jetzt 3 Jahre Pandemie und haben da auch immer nicht unsere Einmaleins gemacht. Ja. Nein, ich glaube, also wir stehen mit unserem Wissen, mit Rat und Tat auf jeden Fall zur Seite, wenn das größer ausgerollt werden sollte. Und ich glaube tatsächlich, dass das machbar ist auch in anderen Bundesländern, auch wenn die Auslieferung selbst eben ein bisschen anders organisiert werden müsste als mit einem zentralen Botendienst. Das könnte man aber unter Umständen zum Beispiel über die Apotheken in der Fläche leicht organisieren. Und wie gesagt, Wien hat einmal gezeigt, wie man es machen kann. Und wir stehen natürlich gerne dafür zur Verfügung, da mitzuhelfen, dass das auch österreichweit funktioniert. Aber Herr Dr. Klötzl, könnten Sie es vielleicht ganz kurz praktisch erklären, also was jetzt vorher angesprochen wurde, diese Probleme, die es da gibt mit Wechselwirkungen und welches Präparat für wen. Wie ist das bei Ihnen in der Praxis? Sozusagen, das geht Telemedizin. Das kann man nicht überbewerten. Also, wir müssen einen Punkt machen. Hm? Wir haben so viele Medikamente, da liest kein Mensch den Beipacktext. Ja? Das wird einfach geschluckt und nichts passiert. Ja, wir müssen auf ganz wenige Wechselwirkungen aufpassen, aber nicht auf 7 Seiten Kontraindikationen. Die Österreicher und Österreicher nehmen Probiotika, ja, das kriegen sie von der Apotheke rezeptfrei als OTC-Produkt. Kein Mensch liest, dass da ein Pilz drinnen ist und wundert sich dann, dass er als immunsupprimierter Patient verstirbt an der Pilzinfektion. Ja, aber das wäre jetzt gerade interessant eben, wie läuft das in Wien in der Praxis? Weil genau dieses Thema, wie machen das die Ärzte, die jetzt sozusagen da an der Hotline sitzen, wie kommunizieren die mit den Patienten und wie entscheiden die, dem Patienten gebe ich das, dem gebe ich das nicht und dem gebe ich es vielleicht sogar überhaupt nicht? Genau. Also wie? Nein, das ist natürlich eine gute Frage. Das war eine der großen Herausforderungen auch, so wie es der Professor Dahlmann schon gesagt hat, wir sind in einer Situation, wo sich die Evidenz relativ rasch verändert und wir haben in Wien das Wiener Infektiologienetzwerk, mit dem wir einmal in der Woche uns zusammensetzen und das diskutieren. Wir hatten das gerade erst heute am Vormittag, wo wir darüber gesprochen haben. Und die Erkenntnisse daraus münden in Empfehlungen und die Empfehlungen münden in einer Art Empfehlungsleitlinie. Und die Ärztinnen und Ärzte im telemedizinischen Zentrum, die arbeiten nach dieser Leitlinie und versuchen so die beste Therapie zu finden. Und natürlich kann es da sein, wenn bei einer Patientin im Gespräch klar herauskommt, die nimmt Blutverdünnungsmittel und Bluthochdruckmittel und sonstige Dutzende andere Dinge, dass die Entscheidung eher für das Molnupiravir fällt als für das Ritonavir. Man darf auch nicht vergessen, nämlich das sehen wir in der Routine jetzt schon. Das eine ist die Wechselwirkung, die gegeben ist, die wir aber nicht überbewerten sollen. Aber im täglichen Alltag ist eine ganz andere Problematik viel größer. Wir haben des Öfteren gesehen bei Ritonavir, es steht ja auch in den Zulassungsstudien, der Durchfall und der metallische Geschmack. Und der ist zum Teil so heftig, dass die Leute sich weigern, das Medikament weiterzunehmen. Und das sehe ich schon als Problematik, weil hier können wir uns an Resistenzen züchten. Da muss man den Patienten aufmerksam machen und dann durchtragen, dass er das die 5 Tage schluckt. Nach 5 Tagen ist eher der ganze Spuk vorbei. Medikamente, glaube ich, haben einen sehr raschen Wirkungseintritt. Also ich habe aus vielen Rückmeldungen der Patienten gehört, dass nach 24 bis 48 Stunden die Beschwerden schon fast weg beziehungsweise nur noch minimal vorhanden sind. Das heißt, der Wirkungseintritt ist sehr rasch und das finde ich ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass man vielleicht Nebenwirkungen, so unangenehm sie vielleicht kurzfristig sein mögen, mittragen kann, wenn man weiß, von meinen Covid-Beschwerden bin ich definitiv schon weg und das mit dem Darm kriege ich nach 3 Tagen auch wieder hin. Ja. Vor allem, das hat ja noch einen anderen Benefit, wie Sie vollkommen richtig gesagt haben,
gleichgültig, welche der beiden Substanzen ich nehme. Die Patienten berichten, dass sie nach 24 bis 48 Stunden beschwerdefrei sind oder deutlich besser. Hier muss man nur leider festhalten, oder? Das sind klinische Erfahrungen, die noch in keiner Literatur nachzulesen genau, sind. Genau, das sind ja, und deswegen, direkte Berichte. Ja. Richtig, und deswegen vertrete ich die Meinung, dass wir großzügig auch Nicht-Risikopatienten die Substanzen anbieten sollen. Denn unser Problem ist, schauen wir doch ins Spital, unser Problem ist nicht momentan, dass unsere Betten so viel mit Covid-Patientinnen und Patienten gefüllt sind, dass wir damit übergehen. Unser Problem ist ein anderes und wie in allen anderen Bereichen. Uns fehlt das Personal, das die Patienten versorgt, weil sie selbst krank sind. Und hier müssen wir dann auch weit über den Tellerrand schauen und auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, bevor da in 2 Jahren vielleicht das New England Paper dazu kommt, dass wir sagen, ja, wir haben die Substanzen gegeben, Molnupiravir oder Nimmatrelvir. Der Patient ist am Tag 3 im Antigen-Test in der PCR negativ und kann daher auch früher wieder sozusagen in die Arbeit zurückkehren. Maske müssen wir im Spital sowieso tragen, beispielsweise. Ja. Das heißt, wir haben hier auch die Chance, dort, wo es uns momentan wirklich zerzwickt, dass wir die Leute auch schneller wieder in den Arbeitsprozess hineinkriegen. Und wahrscheinlich werden wir in einigen Jahren wissen, dass wir damit auch das Long-Covid-Syndrom reduzieren können. Aber die eine Seite ist eben, dass man offenbar auch noch die Information und Aufklärung der niedergelassenen Ärzte verbessern muss. Aber das andere, und da könnten ja auch die Apotheken eine Rolle spielen, ist ja, dass es auch die Erfahrung gibt, dass ja viele Patienten sagen, es geht mir ja eigentlich noch gut, warum soll ich jetzt ein Medikament nehmen? Kann man sowas auch in der Apotheke besprechen oder überhaupt diese Sorgen oder wenn irgendwelche Bedenken sind? Sie sprechen das große Problem der Adhärenz an, ja, dass die Patienten nicht den Anweisungen des Arztes, der Ärztin Folge leisten und wenn sie das Gefühl haben, es geht ihnen eh schon besser, die Medikamente absetzen. Das betrifft Antibiotika, aber das betrifft eine Fülle von Medikamenten. Das weiß man bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Leute, die einen Herzinfarkt bekommen haben und dann ihre blutdrucksenkenden Medikamente nicht nehmen, ihre Statinen nicht nehmen, teilweise nur zu 20% das ihn tatsächlich umsetzen und natürlich auch bei antiviralen Substanzen oder bei Antibiotika. Das ist ein großes Problem, ein medizinisches Problem, dass die Adhärenz mitunter nicht einmal zu 50% bei vielen Erkrankungen dementsprechend nicht umgesetzt wird. Und hier, glaube ich, können die Apotheker sehr wohl einen Beitrag leisten, dass man hier die Konsumenten, den Patienten aufklärt, wie wichtig es ist, dass er diese Medikamente in regelmäßigen Abständen auch dementsprechend einnehmen muss. Dass man alle Tabletten dann schluckt. Ich glaube auch, dass man alle Tabletten schluckt. Dass man es vollständig einnimmt. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, zu sagen, dass es erstens für jeden Patient, Patientin ein Medikament gibt, egal ob jemand viel oder wenig Medikamente schluckt, wir haben eine Auswahl, egal ob er geimpft ist oder nicht geimpft ist. Und das Prinzip Hoffnung, nämlich ich hoffe und glaube daran, dass ich einen Verlauf habe, der mich nicht arg beeinträchtigt, das ist einfach nichts, auf das wir setzen und bauen sollten. Ja. Mit der Hoffnung gewinnen wir hier nichts. Ja. Und daher geht es nicht darum, ob der Patient von sich der Meinung ist, naja, ich werde das schon nicht brauchen, ich habe einen milden Verlauf. Nein, das Medikament ist wirksam und es soll so rasch wie möglich eingenommen werden, weil dann kann ich mir sicher sein, dass mein Verlauf ein guter sein wird. Ja. Aber wobei, vielleicht der muss eine entsprechende Dosierung haben, die einen milden Verlauf hatten, wie Sie gerade beschrieben haben, gehen dann am Tag 11 sozusagen wieder in die Freiheit, weil sie die Quarantäne brav abgesessen haben und dann kommt das dicke End, Lungenembolie beidseits oder tiefe Beinvenenthrombose oder kardiale Beteiligung, der ist dann wochenlang im Krankenstand, der ist schon gescheiter, so wie Sie Frau Dr. Reich gesagt haben, wenn ich positiv bin, jetzt nicht warten, kommt das dicke Ende, ja oder nein, sondern das ist so wie bei der Grippe. Bin positiv, dann kriege ich ein Grippemedikament, wenn ich nicht geimpft bin oder es trotzdem gekommen habe und warte aber auch nicht, wie es ausgeht. Ja, die Erfahrung haben wir ja gemacht, immer wieder. Man lässt sich ja nicht impfen. Spätestens dann, wenn wir das erste Kind im Haus hatten, das an die Herz-Lungen-Maschine gekommen ist, ist das Personal gelaufen. Oder wo ist meine Impfung und wo ist meine Tablette? Ja. Aber vielleicht, ich glaube, wir sind sogar noch einen Schritt weiter vorne als bei dass die Patientinnen glauben, dass sie es vielleicht gar nicht brauchen. Das ist sicher ein Problem, aber ich glaube, der Großteil der Betroffenen weiß nicht einmal, dass es das gibt. Also wir haben das Wissen in Österreich überhaupt nicht, dass es medikamentöse Therapie. Ja, wir haben noch gar nichts. Und ich sage, dass der Professor Thalhammer hat schon angesprochen, dass es da eine Art von Awareness-Kampagne auch zu einem gewissen Grad braucht. In anderen Ländern
ist das Thema Therapie schon viel, viel präsenter auch im medialen Diskurs. Das, was wir jetzt in Wien zusätzlich gemacht haben, das ist ein kleiner erster Schritt, diese neben der aktiven Kontaktaufnahme, dass wir auch auf alle Befunde zusätzlich eine Information draufschreiben, dass es die Möglichkeit einer Therapie gibt und dass sich Patientinnen, die älter sind oder Risikofaktoren haben, entweder an ihre Hausärztin wenden sollen oder an 1450, damit möglichst rasch eine Therapie auch eingeleitet werden kann. Dabei wäre hier auch eine Option. Wir nehmen den Befund, der kommt und der gilt als Rezept, mit dem ich in die Apotheke gehen kann. Dann erspare ich mir den Umweg und das geht direktissima ohne Zeitverlust. Die Softwarevoraussetzung mit Elga hätten wir ja. Wäre das eine Methode für Absolut, Doktorin? Ich bin keine Juristin, daher müssen wir nur uns die Freigabe holen, dass wir das auch dürfen. Aber alles, was es schnell, einfach, zielgerichtet ermöglicht, bin ich sofort dabei. Ich glaube, wir müssen nur einen Paradigmawechsel eingehen. Wir können nicht sagen, was geht, sondern das ist das Ziel. Und wir müssen schauen, dass wir das Ziel erreichen. Und der juristische Unterbau muss uns unterstützen in der Zielerreichung. Und nicht, dass wir zuerst fragen, den Juristen, geht das? Die sagen meistens nein. Also wir wollen das haben und er muss eine Lösung suchen, dass das so funktioniert, wie wir wollen. Wir warten seit 3 Jahren auf viele Dinge. Ja, ich glaube, dass die Juristen sehr lösungsorientiert sind und uns gleichzeitig uns gute Freigaben dafür erteilen können. Das habe ich auch jetzt gelernt, dass viele Juristen aus ihren ehemaligen Vorsichtskämmerchen sozusagen ausgebrochen sind und sehr gut unterstützen. Deswegen bin ich überzeugt, dass das klappt. Sie haben es auch im Gecko-Bericht direkt angesprochen. Da steht wörtlich, eine direkte Abgabe in Apotheken und Betreuungseinrichtungen ist ebenfalls anzuschreiben. Also das wäre ja so ein Modell, eventuell eine direkte Abgabe, also dass das entweder direkt geht, so wie es der Professor Thalhammer gesagt hat über den Befund, oder irgendwie noch schneller vereinfacht wird. Zum Beispiel, dass wir in Alten- und Pflegeheimen das Medikament auch schon vor Ort vorrätig haben. Das heißt, dass es nicht auch dort wieder besorgt werden muss und ein eher mühsamer Lieferweg beschritten werden muss, sondern dass das Medikament bereits im Alten- und Pflegeheim da ist und akut gegeben werden kann, wenn klar ist, dass die Patientin, der Patient positiv ist. Wenn es eine direkte Abgabe zum Beispiel in den Apotheken gäbe, hätten die Apotheken ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wir haben das jetzt besprochen mit den Interaktionen, wollen wir nicht überbewerten, aber auf jeden Fall, Apotheken könnten das auch abchecken und versuchen, hier noch eine Kontrolle durchzuführen. Es gibt Datenbanken in den Apotheken, meistens wird die SIS-Datenbank verwendet, allerdings viele andere Datenbanken auch. Und es sollte auch die Fachinformation im Austria-Kodex ist natürlich hier heranzuziehen und es sollte an und für sich kein Problem sein, hier diese Kontrolle durchzuführen. Allerdings, glaube ich, werden die Apotheken in der Regel das mit der Rücksprache mit dem Arzt machen, ja. Und nicht vollkommen alleine, sondern sich die Verantwortung hier teilen. Aber sie werden mitunter den Arzt darauf aufmerksam machen. Ja? Und hier wird es dann eine Diskussion geben. Herr Professor Thalhammer lacht hier. Das übliche Ping-Pong-Spiel. Also ich persönlich hätte damit kein Problem, aber ich kenne meine Kolleginnen und Kollegen. Und ja, auch kein Problem. Wenn ich glaube, wir haben ein gutes Netzwerk auch zwischen den Apothekern und den Ärztinnen und Ärzten da draußen aufgebaut. Das heißt, da gäbe es absolut bereits ausgetretene Trampelpfade, die man nutzen kann. Warum nicht? Ja. Aber es gibt eine doppelte, gäbe dann sozusagen eine doppelte Sicherheitsschranke, sozusagen die Beratung durch den Arzt und die Beratung durch den Apotheker. Und damit ja, und beide müssen an einem Strick ziehen. Genau. Das ist ganz wichtig und der Strick geht in eine Richtung. Ja, also da rennen sie bei mir offene Türen ein. Ich habe mit dem Ärztekammerpräsidenten von Niederösterreich, Herrn Dr. Schlögl, vor etwa 3 Wochen einen Termin gehabt und habe vorgeschlagen, gerade zum Thema Covid, zum Thema Impfungen und zum Thema antivirale Therapie eine gemeinsame Fortbildungsveranstaltung zu machen. Und ich habe den Eindruck, dass das auf positives Echo gekommen ist. Auch zu diesem Thema Bekanntheit der Medikamente. Ich glaube, ein Erfolg des Wiener Modells ist ja auch, Herr Dr. Klötzl, dass eben dieses Nachsorgende auf die Patienten zugehen. Das heißt, dass hier aktiv Kontakt aufgenommen wird. Ja, also ich glaube, jetzt einmal, das ist natürlich einerseits eben, stellen wir so sicher, dass wir zumindest einen Großteil der Risikopatientinnen erreichen, weil wir sie aktiv kontaktieren und mit ihnen das Gespräch über die Therapie führen können. Aber auch unabhängig von der Therapie ist der Effekt, sich um die Patientinnen zu kümmern, dass jemand sie anruft, sich erkundigt, wie es ihnen geht und gegebenenfalls ihnen eben eine Hilfe anbietet wie ein Medikament. Auch das ist für viele alleine schon ein sehr, sehr großer Benefit und es gibt wahrscheinlich kaum etwas, wo wir so viele dankende Briefe bekommen wie für diese Arzneimitteldistribution, wo sich Patientinnen bedanken, dass sie angerufen wurden, dass sie beraten wurden und dass sie jetzt eine Therapie erhalten haben.
kann man nur sagen, wie kommen Sie sozusagen zur Auswahl der Patienten? Das heißt, Sie sehen aufgrund der Befunde das Alter, aber wie können Sie einschätzen, ist das jetzt ein Risikopatient oder nicht? Den rufe ich an oder den rufe ich nicht an? Genau, das ist natürlich ein Problem. Wir haben in Österreich leider keine Möglichkeit, dass wir sozusagen ein Register haben von Risikopatienten oder so, wo wir dann wissen, die rufen wir jetzt besonders an. Aber ein Risikofaktor, und das ist in der Literatur ganz klar, das ist wahrscheinlich sogar der größte Risikofaktor, ist das Alter. Das heißt, man kann relativ mit hoher Treffsicherheit, wenn man ältere Personen anruft, erwischt man sehr viele, die von der Therapie tatsächlich auch profitieren werden. Und üblicherweise fällt das ja zusammen. Also es sind natürlich auch überdurchschnittlich viele ältere Personen jene, die Diabetes haben, die Bluthochdruck haben, die Lungenerkrankungen haben. Das heißt, das fällt sehr oft zusammen. Aber natürlich erwischt man so nicht alle, weil es kann auch ein 40-Jähriger ein Risikopatient sein aus anderen Gründen. Und für diese Schiene haben wir eben jetzt zusätzlich die Informationen Befund, die Möglichkeit, sich bei 1450 zu melden, damit wir auch sozusagen für diese Patientin den Zugang zur Therapie ermöglichen. Aber können Sie auch aktiv in Befunde über ELGA zugreifen oder wird das da nicht gemacht? Aber was geht für die niedergelassene Ärzteschaft? Ich glaube, das müssen wir nochmals erwähnen. Das Nimmatrelvir, Ritonavir kann jeder rezeptieren, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Und ist Molnupiravir nicht chefarztpflichtig, muss man auch dazu sagen, richtig. Es ist wirklich simpelst zu rezeptieren. Es wird nur eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro in der Apotheke eingehoben und das Molnupiravir nicht mal, nein, gar nicht. Das ist nein, die, für die Patienten gar nichts. Die Abgabe an den Patienten ist vollkommen kostenlos. Ja. Es ist so, dass die Apotheke 15 Euro mit dem Staat verrechnen kann, mit der Sozialversicherung, und 5 Euro müssen wir als Distributionsgebühren den Großhandel abliefern. Aber für den Konsumenten ist es kostenlos. Ganz egal, ob komplett, der jetzt komplett kostenlos, ganz das egal, ob der was ganz laut. Es die ist Abgabe. Für alle Patientinnen ich habe selbst 15 Euro bezahlt. In der Apotheke. Ah, das ist, weil da ja, der Talhammer in der Tür gestanden ist. Das, nein, ist nein, aber es ist tatsächlich so. Nein, für alle Patientinnen und Patienten ist es kostenlos. Es ist kostenlos. Der Patient, ganz egal, ob der jetzt Rezeptgebühren befreit ist oder nicht Rezeptgebühren befreit ist, ja, in dem Moment, wo hier das Paxlovid aufgeschrieben ist, bekommt er das gratis mit und die Apotheke verrechnet es dann mit der Sozialversicherung und wir müssen eine Distributionsgebühr den Großhandel zahlen. Also das heißt, von den 15 Euro bleiben 10 Euro über. Aber, es ist dann hier ein Missverständnis und wir werden hier auch diesbezüglich ein Kammerinfo noch einmal rausgeben, dass die Abgabe an den Konsumenten, an den Patienten kostenlos ist und nicht 15 Euro zu verrechnen sind. Ich wollte noch einmal zum Molnupiravir-Lagevrio zurückkommen, denn in Wien ist es ja so, weil ja auch hier die Verteilung möglich ist, jeder Arzt in Wien kann mittels Einmeldeformular das melden. Dann meldet sich der telemedizinische Dienst. Da werden die Risikofaktoren im Vorfeld schon ausgefüllt. Und das funktioniert, muss ich sagen, wirklich hervorragend. In weniger als 24 Stunden kommt der Fahrradbote dann nach der Kontaktaufnahme durch 1450 und stellt sozusagen bei jenen, die das eine Präparat nicht nehmen können, das andere vor die Haustür zur Verfügung. Genau. Und das kann man in ganz Wien per E-Mail einmelden. Ich brauche nur, dass das ein PDF, das ich befüllen kann, und das wird einfach an eine bestimmte E-Mail-Adresse geschickt und das funktioniert wirklich hervorragend. Aber Frau Stahlheim, und wonach wird diese Entscheidung medizinisch getroffen, ob das eine oder das andere Präparat? Also ich halte das so, dass ich mit den quasi Kunden und Kundinnen, also Patienten und Patienten, sobald ich positiv bin ich ein Patient, das diskutiere, weil ich weiß, es gibt Diskussionsbedarf, vor allem meine Kundschaft ist primär 80% sozusagen die Kollegenschaft, 20% sozusagen Nicht-Ärzte, bedingt dadurch, dass ich Pandemiearzt bin in einem Haus. Schildere wertfrei Vor- und Nachteile. Bei dem einen muss ich 40 Tabletten schlucken, beim anderen muss ich 30 Tabletten schlucken. Dafür habe ich bei dem mit 30 Tabletten einen metallischen Geschmack oder unter Umständen Durchfall. Beim anderen habe ich halt mehr Tabletten zum Schlucken, das gleicht sich irgendwie aus. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist die Zustellungsoption? Alles, was die Stadtgrenze verlässt, kommt eh nur Paxlovid in Frage. In Wien können wir Lagevrio noch verordnen, weil wir das Einmeldeformular haben. Und dann soll, ich sag's wirklich, es kommt auf den Geschmack drauf an, ja. Weil ich sie für gleichwertig halte, außer einer hat so eine Latte an Medikamenten oder Immunsuppressiva, dann glaube ich schon, dass Molnupiravir die bessere Variante ist als ein Nimmatrelvir, Ritonavir.
auch bei eingeschränkter oder stark eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion ist wahrscheinlich das Molnupiravir besser, weil dann könnte es Dosierungsprobleme geben beim Paxlovid. Denn ich muss dann weniger Nirmatrelvir schlucken, aber das Ritonavir muss in derselben Dosis bleiben. Das könnte dann womöglich sozusagen Einnahmefehler geben, aber das muss man dann checken. Frau Dr. Reich, sehen Sie ein bisschen das Problem, dass generell durch diese Informationsflut, die besteht, also einerseits für jeden von uns, aber sicher auch zum Beispiel im medizinischen Bereich, wir haben schon ein bisschen angesprochen, dass das Wissen einerseits über Wirkungsweise und Anwendung noch nicht so verbreitet ist, wie es sein sollte. Also ist da noch mehr Information notwendig? So wie beim Impfen vielleicht auch noch da Antwort. Ja, das ist ein bisschen das Thema in der Pandemie, dass wir sehr, sehr schnell wechselnde Informationen haben. Das ist eine gewisse Forderung und oft auch Überforderung. Da ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen Pfad, diesen roten Faden, den der Herr Professor Thalhammer vorher erwähnt hat, nicht aus dem Auge zu verlieren und zu sagen, okay, was ist jetzt wichtig für meine Patienten und darauf konzentriere ich mich. Es ist tatsächlich nicht nötig, dass jeder Niedergelassene alle Studien liest, die es da gibt, von allen Papers und Sonstiges. Das ist eine Überforderung, das ist auch wirklich nicht notwendig. Es gibt Empfehlungen, es gibt Guidelines, es gibt Checklisten, es gibt wirklich gute Zusammenfassungen dieser derzeitigen der Informationen, die man braucht. Ja, die sind von den Infektiologen und von den Fachgesellschaften bereits vorbereitet und zur Verfügung gestellt. An dem kann ich mich orientieren, da kann ich mich dran halten. Das heißt, es ist wichtig, was brauchen meine Patienten jetzt, wo finde ich diese Informationen und was mache ich dann mit diesen Informationen. Man muss einfach in diesem Informationsdschungel immer ein bisschen sich den Rücken frei halten. Und ja, das sind schon schwierige Zeiten, das muss man tatsächlich dazu sagen, dass die Informationen in dieser Fülle, in dieser kurzen Zeit einfach, bis dato kann ich mich nicht erinnern, dass es schon so mal so dicht gewesen wäre. Aber gut, jetzt haben wir Jahr 3 der Pandemie und jetzt wird es Zeit, glaube ich, dass wir auch in diesem Living with Covid-Modus, ja, in diesem, wir müssen uns an einen Rhythmus gewöhnen, wir müssen finden, wie wir das Thema einfach in unseren Alltag integrieren. Und da brauchen wir einfach einfache Hilfsmittel dafür. Ja. Und wenn das Checklisten und sonstige Übersichten sind, na, dann gerne. Ja. Wobei man ja sagen muss, meine Fachgesellschaft bietet ja wirklich viel Fortbildungsoptionen an, genau. Sowohl für die Apothekerinnen und Apotheker als auch für meine Kolleginnen und Kollegen. Man muss sich die Zeit nehmen, das ist ja eh auch on demand, ich kann mir das im Nachhinein anhören, 2 Jahre lang, man muss sich halt die Zeit nehmen, sich regelmäßig fortzubilden. Aber unsere beiden Berufsgruppen haben ja im Prinzip die gesetzliche Auflage, genau, sich regelmäßig fortzubilden. Ich höre diese Fortbildungen auch regelmäßig, ja. Verfolge die am Bildschirm erst gestern über das 1x1 der Niereninsuffizienz, ja. Wirklich hervorragend. Dankeschön. Ja, ich glaube, der giftige Dienstag und sonstige Themen, die der Professor Thalhammer anbietet, sind wirklich mit einer großen Reichweite versehen und daran kann man sich orientieren. Aber so, also wir wollen damit sagen, es gibt nicht die Ausrede, ich komme nicht an die Information heran. Genau. Die ist wirklich mehr als im Überfluss da. Und zwar schon im Kochrezeptartig. Aber trotzdem könnte so ein bundesweites telemedizinisches Zentrum, wie wir es am Anfang angesprochen haben, als Idee eine Möglichkeit sein, Ärzte und Apotheker noch zu entlasten, aus Ihrer Sicht. Wenn es eine Option ist, wo wir sagen, wir erfinden nicht 9-mal eine Sache, sondern wir erfinden sie nur einmal und bieten sie allen an, wie gesagt, dann bin ich auch dafür. Es muss nur rasch und schnell funktionieren. Das ist mein Zugang zu dem. Ja, ich bin schmerzbefreit, ob wir jetzt 9 oder eine Lösung haben. Hauptsache, sie funktioniert und sie ist so niederschwellig, dass wir die Medikamente an unsere Patientinnen anbringen. Und wenn zum Beispiel das Modell Wien für die Ballungszentren ein Modell ist, dann sage ich go. Wenn wir sagen, wir brauchen eine zusätzliche Methode, um Flächenbezirke zu erreichen, wo wir nicht diesen Ballungszentrumscharakter haben, gut, dann die Niedergelassenen. Also ich glaube, nur auf ein Pferd zu setzen, wird wahrscheinlich nicht reichen. Bei dieser unterschiedlichen Landschaft, die wir in Österreich haben, bei unseren unterschiedlichen Bundesländern, groß und klein und Zentrum und Fläche, haben wir eh gesehen in der Pandemie, dass nicht jede Methode gleich funktioniert. Aber die Mischung wird es wohl machen. Und ich glaube, für eine Großstadt und ein Ballungszentrum gibt es jetzt eine Methode, die kann man sich anschauen und simpel kopieren. Oder wir nehmen einfach die Methode und weiten sie aus. Ja, genau. Das, glaube ich, können wir jetzt in Kürze entscheiden. Wir haben natürlich im niedergelassenen Bereich noch ein zusätzliches, also wir haben ja schon besprochen, wir haben ein paar Hindernisse. Wir haben die Information der Ärztinnen, die noch nicht ausreichend ist. Wir haben die Information der Patientinnen, die noch nicht ausreichend ist. Der Konsum ist nicht ausreichend. Ja, der Konsum, ja, genau. wir haben aber auch natürlich die Situation, dass
viele oder die allermeisten niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ja gar nicht erfahren, wenn ihre Patientin positiv wird, ja, weil diese Patientin sich jetzt typischerweise bei Covid-19 nicht an die Hausärztin wendet oder sehr oft das nicht der Fall ist. Das heißt, wir haben allein da schon einen Gap. Selbst wenn die informiert wäre gut über dieses Angebot, das da ist, kann es sein, dass sie es gar nicht mitbekommt, dass ihre Patientin eigentlich eine Kandidatin wäre. Und das ist wiederum sozusagen etwas, was ein Vorteil ist über so eine zentrale Lösung, wo man das sehr wohl eben gewährleisten könnte, dass zumindest einmal diese Information zur Patientin gelangt rechtzeitig. Deswegen habe ich auch vorher angesprochen, nicht immer darauf warten, bis mein Patient positiv ist, sondern bereits jetzt die Patientenkartei durchscannen, an alle einen Brief ausschicken. Ich bin Ihre Hausärztin, ich bin Ihr Hausarzt. Folgendes ist jetzt für Sie zur Verfügung. Wenn Sie positiv sind, wenden Sie sich an mich. Ich habe was für Sie. In der ganz simplen Botschaft. Wobei, da muss man nicht warten auf ein Ergebnis. Patienten kann man ab sofort informieren. Wobei, korrigieren Sie mich, das wissen Sie viel besser als ich. Wir haben ja den Hauptverband und die Österreichische Gesundheitskrankenkasse. Die müssten ja aufgrund der Rezepte, die eingelöst werden, Diabetesmedikation und dergleichen, wissen, wer Risikopatient ist. Und theoretisch könnte die ÖGK allen Österreichern und Österreichern, die bei Ihnen versichert sind und ein entsprechendes Risikoprofil aufweist, aufgrund der Medikation, die regelmäßig verordnet wird, einen Liebesbrief schicken. Ja, wird vielleicht gehen. Das ist so gut, aber genau, noch kein Rezept. So gut kenne ich es nicht, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich simpler ist über den niedergelassenen Bereich, direkt über den Arzt, die Ärztin. Aber ich nehme hier einen Paradigmenwechsel. Ich habe hier das Schreiben vom 22.02. von der ÖGAM, die eine Leitlinie herausgegeben hat, wann sind antivirale Therapien einzuleiten und wann nicht. Ja? Und dann steht hier keine antivirale Therapie, kein Risiko für einen schweren Verlauf, Symptomdauer. Ich unterbreche Sie gleich. Nochmals, das ist living. Das ist real world. Wir haben gelernt, wir hinken immer nach. Das ist Schnee von gestern. Ja, das ist aber ein paar Monate alt. Ja, nochmals. Okay, ich habe jetzt hier einen Paradigmenwechsel ausgenommen. Heute Nacht habe ich 5 E-Mails gekriegt, dass es neue Impfungen geben wird, die unter Umständen Pan-Corona abdeckt. Ja? Wenn wir jetzt sagen, wir tun ein bisschen in die Zukunft schauen, haben wir vielleicht im Jahreswechsel das. Ja? Wird nicht ganz so sein. Aber was ich sagen wollte, wir dürfen nicht immer in der Vergangenheit bitten. Ja, aber wir das ist ein aktuelles Papier. Das ist schon tatsächlich ein bisschen. Ein paar Monate alt. Das ist jetzt von der Homepage runtergekommen. Es geht jetzt darum, wer soll das bekommen? Oder wo wird's eingeschränkt? Nein, im Prinzip die Frage der Information, Professor Thalhammer hat es zuerst formuliert. Also ich glaube, ganz einig sind sich alle, auch bei den Expertinnen, dass die Risikofaktoren haben oder älter sind, die sollten es auf jeden Fall bekommen. Und ich glaube, das, wo ein bisschen sozusagen die Frage noch nicht ganz ausdiskutiert ist, die diese Risikofaktoren nicht haben, sollen es die auch bekommen. Der Professor Thalhammer spricht sich dafür aus, dass es ihnen zumindest angeboten wird. Ja, aber auf jeden Fall empfohlen ist es für die. Die haben ja zugestimmt. Ja, stimme ich absolut zu. Alle, die über 18 sind, sollen wissen, es gibt ein Medikament, das sie potenziell nehmen können. Ich muss mich darüber beraten, ob ich das möchte oder nicht. Und alle, die entsprechendes Alter plus Risikofaktoren haben, da sollten wir tatsächlich schauen, dass sie das Medikament auch tatsächlich einnehmen. Das ist ein Paradigmenwechsel und der hat sich diese Woche herauskristallisiert. So schnell ist das Papier nicht einmal geschrieben, wie wir sozusagen. Genau, wir müssen wieder mal flexibel sein, wir müssen wieder mal schneller sein als. Ja, das ist ja unser Hauptproblem. Wir hinken immer hinten nach. Das heißt, das Papier ist natürlich alt. Ja, korrekt. Aber man muss vielleicht erklären, sozusagen, dass Sie, Professor Thalhammer, aus Ihrer klinischen Erfahrung sprechen. Was man schon sagen muss, ist, dass die Zulassungsstudien eben mit Risikopersonen gemacht wurden und mit ungeimpften Personen. Herr Mauritz, Sie haben recht. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt eine Herzklappenentzündung, ja? Und da schwimmt der Staph aureus oder irgendein Streptokokk herum. Wenn Sie zu mir kommen, haben Sie 2 Möglichkeiten. Sie bleiben 8 Wochen Gast in dem schönen Haus im 9. Bezirk, ja? Und kriegen ein Antibiotikum, wo wir eine Zulassungsstudie haben, dass ich die Herzklappe behandeln darf, also ein Penicillin G, kriegen Sie 3-mal täglich, werden zumindest jeden 3. bis 4. Tag gestochen, weil die Nadel zugeht. Oder Sie kriegen ein modernes Medikament, wo alle aufschreien werden. Es hat keine Zulassung dafür, wirkt, das habe ich auch publiziert. Sie kriegen es genau alle 2 Wochen einen Schuss. Was ich damit sagen will, wir sind Ärzte und wir sind nicht Bürokraten. Und wenn wir was gelernt haben, müssen wir den Tellerrand hinaufschauen. Wir dürfen dem Patienten nicht schaden. Das ist das Einzige, was nicht passieren darf. Aber wir müssen in der Lage sein, das Wissen, was wir gesammelt haben in den letzten Wochen oder Monaten, anzuwenden, auch wenn es noch keine Zulassungsstudie gibt. Für gewisse Dinge werden wir keine Zulassungsstudien kriegen, weil die Industrie kein Interesse daran hat. Aber vielleicht auf eines können wir uns auf jeden Fall einigen. Wir sind derzeit in der Situation, dass mit Ausnahme jetzt von Wien
Selbst die Patientinnen, wo sich alle ganz klar einig sind, nämlich die mit Risikofaktoren, auch die kriegen es nicht. Ja. Und genau. Das ist das Hauptproblem. Das erste Ziel muss einmal sein, dass man schafft, dass es die bekommen. Ja. Ja. Und dann kann man sich überlegen, wie man das mit der Gesamtbevölkerung organisiert. Aber ich glaube, Fokus sollte jetzt einmal sein, dass es die tatsächlich, wo man schwere Verläufe auf jeden Fall verhindern kann, dass man die erreicht. Ja. Also man sagt, man könnte vielleicht ein bisschen eine Parallele zur vierten Impfung ziehen. Da gibt es die einen, wo es empfohlen wird, laut Impfgremium, und den anderen wird es ermöglicht. Und die anderen so wie es in den Unterlagen der Stadt Wien steht. Also das könnte man noch sagen. Genau. Können wir vielleicht noch ganz kurz zwei medizinische Dinge, die auch immer wieder kommen. Das eine, wie ist es mit den Mutationen des Virus? Welchen Einfluss haben die auf diese Medikamente? Das ist das Erfreuliche im Gegensatz zu den monoklonalen Antikörpern, dass die drei Substanzen, die wir zur Verfügung haben, also Molnupiravir, Nirmatrelvir und Ritonavir, sozusagen inert sind, was die Mutationen anlangt. Das heißt, gleichgültig, wie das Virus derzeit heißt, alle drei wirken. Remdesivir auch, oder? Ja. Genau. Mhm. Die wirken alle drei. Ja. Auch bei den Mutationen. Dann das zweite Thema, wurde kurz angesprochen, dass man gesehen hat bei einigen Patienten, dass es zu diesem Rebound-Effekt kommt. Das heißt, die nehmen das Medikament ein, Viruslast geht zurück, sind dann negativ und 10 Tage danach, also Einnahmedauer ist 5 Tage, 10 Tage danach steigt wiederum die Viruslast. Wie groß ist dieses Problem? Und ist das wissen wir noch, wenn wir ganz ehrlich sind. Also ich würde mich auch nicht auf 10 Tagen festlegen. Also rein klinische Erfahrung würde ich die Zeitspanne zwischen 5 Tage nach Ende der Therapie bis 10, 15 Tage ansetzen. Es ist für beide Substanzen publiziert worden. Wir können noch streiten, ob das 2% sind, 5% oder 10%. Also 2% halte ich für zu gering. Also wir werden uns irgendwo um die 5% bewegen. Das, was wir nicht wissen, denn eins dürfen Sie ja nicht vergessen, wir wissen bei einem natürlichen Verlauf, dass wir sehr wohl, und das macht ja manchmal das Leben in der Klinik dann schwer, der Patient hatte nachweislich Covid-19, kommt nach 4 Wochen wieder ins Krankenhaus, wird automatisch getestet und hat wieder eine positive PCR im Sinne, dass der CT-Wert unter 30 ist. Das heißt, auch hier habe ich einen positiven Befund, das heißt aber nicht einen kranken Patienten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig, dass man es unterscheidet, ja. Das sind Virusreste. Ja, das muss man ganz offen dazu sagen. Das heißt, es gibt sich im natürlichen Verlauf aus, aber keiner hat sich angeschaut, wenn wir jetzt positiv waren, ob ich sozusagen, wenn ich freigetestet worden bin, wir testen nicht, ob ich vielleicht auch einen Rebound habe, auch ohne Therapie. Das wissen wir nicht. Ja, aber das Phänomen gibt's, aber es geht mit einer klassischen Klinik einher. Das heißt, es ist nicht nur ein Laborphänomen, sondern der Patient hat auch wieder Symptome. Rinnende Nase zum Beispiel. Das ist ganz klar. Dann muss er halt leider Gottes 2 Tage zusätzlich wieder daheim bleiben. Er kriegt keinen Bescheid, er kriegt keine Therapie, muss halt 2-3 Tage daheim bleiben und dann kann er wieder arbeiten gehen. Okay. Und Frau Dr. Reich, wir haben jetzt sehr viel über die antiviralen Medikamente geredet. Das Ministerium hat aber auch vorgesorgt in dem Bereich der Antikörperpräparate. Vielleicht kann man das auch noch kurz sagen. Also es gibt ja zur Therapie diese antiviralen Medikamente am Beginn der Erkrankung oder eigentlich überhaupt schon vor der Erkrankung, gleich nach dem positiven Befund, über die haben wir jetzt lang geredet. Entschuldigung, ich korrigiere Sie. Nein, das ist nicht vor der Erkrankung. Es ist keine Prophylaxe. Sie haben einen positiven PCR-Test und damit sind Sie krank, okay. Definitionsgemäß. Okay. Also vor dem Auftreten von Symptomen. Kann sein, muss nicht sein. Ja, genau, ich kann ja mit dem positiven Befund auch schon, schon Symptome haben. Wir haben genügend Patienten, die sind typisch symptomatisch, Geschmacksstörung, rinnende Nase und der PCR-Test ist noch negativ und kommt erst nach 3 bis 5 Tagen der positive Test. Das gibt's auch. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Das haben wir gelernt. Aber das meine ich ja damit, wir lernen das tägliche Leben. Aber gemeint war ein positiver Test. Viele haben schon Symptome, manche nicht. Aber auch wenn ich noch keine Symptome habe und Risikoperson bin, kann ich das bekommen. Das ist der Punkt. Das andere sind die sogenannten Antikörperpräparate, die erst im späteren Verlauf gegeben werden oder wo es aber auch eines gibt, was man auch eben vorab geben kann. Es gibt ein Medikament, das als eine Depotspritze verabreicht werden kann bei Patienten, die keine hohen Antikörpertitel entwickeln können. Und dann gibt es die monoklonalen Antikörper, die als Infusion gegeben werden können. Auch das sind Medikamente, die relativ rasch mit der Erkrankung angewendet werden müssen. Die sind aber nicht zum Schlucken. Das ist eine Infusion, die ich mir quasi verabreichen lassen muss. Ja. Also ich kann ja vielleicht auch kurz für den Wiener Gesundheitsverbund, was wir gemacht haben, einerseits bei den Antikörpern zur Therapie haben wir auch über das Telemedizinische Zentrum als damals noch dritte Therapieoption
das angeboten und eine eigene Infusionsambulanz aufgebaut für Patientinnen, die eben positiv waren, und die haben das da bekommen. Das hat aber der Professor Thalhammer schon ein bisschen angesprochen. Bei den Antikörpern haben wir die Situation, dass die sehr wohl auf die Virusmutationen sehr stark reagieren. Das heißt, da verändert sich die Situation deutlich schneller als bei den antiviralen Therapien, und es kann sein, dass manche Antikörper mit einer Mutation dann aus dem Portfolio der möglichen Therapien wieder rausfallen. Genau. Und das vor der Situation stehen wir sozusagen auch jetzt wiederum. Deswegen setzen wir die Antikörper in der Therapie jetzt sozusagen für die breite Masse eigentlich nicht mehr ein. Im Spital kommt es in manchen Settings sehr wohl noch zur Anwendung. Aber da kann uns die Zukunft helfen. Vielleicht kommt eine Mutation, wo wir wieder sein, wirksam ist. Könnte sein, dass eine kommt, wo dann die alten, die wir haben, schon wieder funktionieren. Ja. Das ist möglich. Genau. Aber es gibt eben auch ein Präparat für diese sogenannte Präexpositionsprophylaxe. Mhm. Das heißt, das, was Sie angesprochen haben, Frau Dr. Reich, die also keine Antikörper bilden können oder besonderes Hochrisiko sind oder immungeschwächt, das ist auch in Österreich verfügbar. Genau. Auch das hat der Bund eingekauft, und auch das steht den Patienten als Medikament zur Verfügung. Ist nicht für jeden geeignet. Ich glaube, da kann der Herr Professor Thalhammer vielleicht Näheres ausführen, wer dieses Medikament, diese Art Schutzspritze, wenn man es jetzt so nennen will, für wen das möglich ist. Aber auch das ist vom Bund eingekauft worden. Das ist vor allem für immunsupprimierte, im wahrsten Sinne eher am ehesten noch für organtransplantierte Patientinnen und Patienten gedacht, die trotz 3-4-maliger Impfung keine Antikörper aufgebaut haben. Die kriegen diese Schutzspritze, diese Depotspritze in den Oberarm gespritzt und sind damit 6 Monate geschützt. Das ist sozusagen die derzeitige Lehrmeinung. Das kann in Zukunft etwas kürzer sein, wenn es vielleicht zu Mutationen kommt. Kann vielleicht etwas länger sein. Aber das ist alles so neu, sozusagen relativ neuer Markt. Aber das ist wirklich für ein ganz kleines Patientengut gedacht. Und zum Beispiel in meinem Haus oder im gesamten WIGEF-Bereich eigentlich haben wir diese Risikopopulation proaktiv angeschrieben und ihnen proaktiv sozusagen diese Therapieoption gebeten und wurde, glaube ich, die Patienten sind noch in Spezialambulanzen in Betreuung und sind sehr oft in Arzt- und Therapiekontrolle. Daher ist es nicht so schwierig gewesen, diese Patienten zu erreichen. Das waren nicht unsere Sorgenkinder, genau. Okay, wenn ich Sie noch mal ein Schlusswort bitten darf. Unsere Sorgenkinder sind hier. Gut, dann frage ich, wie ist der Ausblick mit den Sorgen und den Hoffnungen für die nächsten Monate? Was sind Ihre Sorgen und Ihre Hoffnungen ganz kurz für die nächsten Monate? Wie wird es weitergehen? Haben Sie eine Glaskugel für mich, die gut kuliert ist? Ich würde gerne. Also ich glaube, wir haben jetzt sozusagen, erleben wir irgendwann, wird der Herr Dr. Klößl besser mathematisch schildern können, in den nächsten 2 Wochen den Höhepunkt für den Juli erleben. Wir werden im Herbst wahrscheinlich dasselbe Spielchen wieder spielen. Ich hoffe, dass wir dann dazugelernt haben. Aber ganz, ganz wichtig bitte, wir haben ein zweites Virus, das wir dann im Herbst nicht vergessen dürfen. Ja, wir brauchen Influenza. Nur auf die Südhalbkugel schauen. Das nennt sich Influenza. Und das Schlimmste wäre, wenn wir Influenza und SARS-CoV-2 gleichzeitig zutrifft. Und wir haben, denn wir dürfen eins nicht vergessen, die Maske hilft wunderbar. Sie hilft leider so gut, dass wir die allgemeinen Erkältungsviren, unser Organismus sich nicht mehr mit auseinandersetzt. Deswegen sehen wir jetzt gehäuft Husten, Schnupfen, Heiterkeit von harmlosen Viren. Und das wird uns bei der Grippe auch passieren. Daher ist es so wichtig, ich hoffe, dass sich Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in den letzten 2 Jahren regelmäßig haben Grippe impfen lassen, damit wir das Immunsystem trainieren. Denn wir im Herbst werden wir das brauchen. Und wir werden im Herbst eine 5. Spritze brauchen unter Umständen, am Ende des Jahres aber ganz sicher eine Influenza-Impfung. Frau Dr. Reich, und Ihr Ausblick für die nächsten... Mein Ausblick ist, dass wir, glaube ich, sehen, dass wir den Wellen nicht auskommen. Wir kommen weder dem SARS-CoV-2-Virus aus, noch kommen wir dem Influenza-Virus aus. Wir wissen mittlerweile, glaube ich, gut, wie wir uns schützen können. Wir müssen in die Köpfe der Menschen jetzt ein zweites Thema hineinbringen, nämlich ich habe die Impfung als meine erste Wahl. Die Impfung ist und bleibt dasjenige Instrument, das wir am wichtigsten brauchen. Ja, das ist extrem wichtig. Danke, Herr Professor Thalhammer. Wir wissen nämlich, dass die Geimpften eine Durchbruchsinfektionsrate von maximal 4% haben, beim Janssen, beim Moderna 2%. Das heißt, 98 von 100 sind geschützt. Wir wissen aus den Spitalsdaten, dass die Patienten, die auf den Intensivstationen schwer erkrankt landen, entweder nicht geimpft sind oder nur teilgeimpft sind. Das heißt, auch keine vollständige Impfserie abgeschlossen haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt alle, die noch keine dritte Impfung hatten, das ist sozusagen eine Impfserie. Ich wollte es gerade erklären, die Grundimmunisierung abschließen, das heißt 1, 2 und 3 abgeschlossen haben, und dann wissen wir,
haben wir jetzt die erste Auffrischungsimpfung, ist gleich die vierte Impfung. Wir haben auch gesagt, wir hören irgendwie zum Zählen auf, weil wir haben bei anderen Impfungen zählen wir auch nicht 17, 18, 19 Influenza-Impfungen, sondern wir haben eine Grundimmunisierung von 1, 2, 3 und dann die regelmäßigen Auffrischungsimpfungen. Das heißt, die Impfung ist Punkt 1. Punkt 2 ist Medikamente. Ich muss wissen, wo kriege ich sie? Was muss ich dafür tun im Sinne von, muss ich Medikamente mir anschauen, ich sollte ein Arztgespräch führen, wie kann ich das Rezept einlösen? Das sind simple Dinge, die ich für jedes andere Medikament wie ein Antibiotikum auch wissen muss. Das heißt, die Medikamente müssen wir jetzt in die Köpfe der Menschen als quasi Duo zur Impfung einpflanzen. Dann kommen wir gut durch die nächsten Wellen. Wir wissen, dass sie kommen werden, wir wissen, dass wir sie im Herbst haben werden, wir wissen, dass wir sie im Winter haben werden. Und ich glaube, mit diesem Armer- und Rüstungsthema kommen wir ganz gut durch. Herr Magister Haberfeld, aus der Sicht der Apotheken, Apothekerinnen, Apotheker. Ja, ich habe mir meine vierte Impfung gestern geholt, da weil ich zur Risikogruppe gehöre und mehr als 6 Monate die dritte Impfung her ist. Das heißt, die Apothekerschaft steht sehr gerne zur Verfügung, hier bei Aufklärungskampagnen an die Bevölkerung dieses Thema heranzutragen. Sei es nun, ob das die Covid-Impfung ist. Wir propagieren jedes Jahr die Grippeimpfung. Im Herbst, nehme ich an, kommen noch 2 neue Pneumokokkenimpfungen auf den Markt. Also auf die sollte man auch nicht vergessen. Meistens ist es so, dass auch diese Impfungen gleichzeitig gegeben werden. Und ich bin gespannt, ob diese Impfungen dann tatsächlich am Markt verfügbar sein werden. In Impfplan sind sie ja schon mit April aufgenommen worden. Am 6. Oktober mache ich eine Fortbildung dazu. Ja, dann werde ich es mir die gerne anhören. Also wie gesagt, die Apothekerschaft steht da sicherlich sehr gerne bereit, dafür hier an einer Awareness-Kampagne teilzunehmen, auch insbesondere was die antivirale Therapie anbelangt, diese Bevölkerung diesbezüglich zu informieren. Eine Frage oder eine Bemerkung hätte ich noch zum Sotrovimab. Die FDA hat zumindest, wenn es im Omikron-Varianten anbelangt, hier die Zulassung zurückgelegt. Ich weiß nicht, wie die EMA reagiert und wie das in Österreich gehandhabt wird, aber die FDA hat zumindest für die Omikron-Variante die Zulassung zurückgelegt. Es lagert gut in unseren Kühlschränken und wartet auf eine neue Variante, wo es wieder wirkt. Genau. Herr Dr. Klötzl, ganz kurz, das Wiener Modell wird sich auch im Herbst... Ja, also in Wien auf jeden Fall, im Bund. Wir hoffen es, wir stehen dafür sehr gerne bereit. Ich glaube, uns muss klar sein, Covid ist here to stay. Wir haben jetzt im Sommer schon eine sehr herausfordernde Situation, vor allem im Personalbereich, hat der Professor Thalhammer angesprochen. Wenn im Herbst dann Personal aus 2 Gründen ausfällt, Covid und Influenza, und wir zusätzlich natürlich einen zusätzlichen Spitalsbelag haben, den wir sonst nicht hätten, dann wird das jetzt eine wirklich schwierige Situation. Und umso wichtiger ist es, dass wir alle Tools, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, das ist, wie gesagt, Schritt 1 Impfung. Ich bin auch schon zum 4. Mal geimpft, obwohl ich keine Risikogruppe bin. Bin nächste Woche dran. Ja, genau. Zweitens die Medikamente, aber auch andere Dinge werden wir im Herbst spätestens, ich glaube eigentlich jetzt schon im Sommer, in einigen Bereichen wieder brauchen, wie wieder vermehrtes Masken tragen, um den Schutz aufrechtzuerhalten, einfach damit die Situation in den Spitälern so wird, dass die Leistungsfähigkeit im Gesundheitssystem erhalten bleibt. Dann bedanke ich mich herzlich für die Diskussion, für die angeregte Diskussion bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke herzlich. Dankeschön. Danke vielmals. Dankeschön.